Meint, vielleicht finden wir ja auch noch eine Zentralsteuerung, dass wir hier Rohre legen können und so. Ich habe da jetzt 16 Planken reingelegt. Da läuft ja bombig. Was heißt das hier unten? Ein Rad gleich 100... Was? Weiß ich nicht. Steht da ja drauf. Auf dem Motor. Aber das ist ganz schön hart, ne? Wie wir hier lenken können. Mhm. Ist super, dass das jetzt so funktioniert, ne? Ja gut, kann man sich dran gewöhnen, ne? Würde ich aber auch sagen. Aber ist ja schön, dass wir jetzt was haben, was nochmal Planken braucht. Ja, das ist gut. Ich habe ein Axt-Symbol. Ich zähle, ja? Ja. Eine Planke. Zwei Planken. Fünf Planken. Fünf okay, Planken. Also können wir uns aussuchen, entweder machen wir Holz oder Essen. Genau. Oder beides. Wenn du möchtest, könntest du mal den Anker legen und dann auch den Motor ausmachen. Anker. Warte, ich gehe zum, ich renne zum Motor. Bin ja eh da oben. Zack. Ja gut, okay. Ja. Mhm. Brauchen wir ja jetzt einfach mal wieder Holz. Holz brauchen wir. Und ich weiß gar nicht, was wir brauchen, um weiter anbauen zu können. Das suche ich gerade mal eben. Da. Eine große Anbaufläche brauchen wir natürlich Planken für, klar. Mhm. Seil, sechs Nägel und ein Scharnier. Ja, also Nägel ist nicht das Problem. Also A, haben wir genug Nägel und B, können wir aus Schrott ganz schnell Nägel herstellen. Okay. Dann ist ja gut. Also Nägel ist nicht das Problem. Okay, okay, okay. Alles klar, ich verstehe. So, ich lege hier mal eine Leiterplatte rein, die bräuchten wir noch, in die Steinkiste. Mhm. Kunststoffe, weil ich gehe ja mal davon aus, dass ich die Chance nutze. Um Holz zu haben. Ja, ich gehe mal auf die Insel, ne? Ja. Ich kann dir meine Axt, den Rest, den ich hier noch habe, mal eben übergeben. Ja, im Zweifel baust du dir einfach eine neue. Ja, die wird auf jeden Fall kaputt gehen, das verspreche ich. Ja, ich denke auch. Warum haben wir denn jetzt bei der ganzen Fahrt nichts eingesammelt? Das kann ich dir nicht sagen. Wir sind irgendwie durch gar keinen Müllstrom gekommen. Das hat mich auch irritiert. Ganz genau. Ich schätze mal, Bruce hat uns alles weggefressen, weil das ein ganz dreckiger Pisshai ist, weißt du? Der gönnt uns gar nichts. Ganz dreckiger Pisshai. Du, die Axt ist übrigens kaputt gegangen, noch bevor der erste Baum kaputt war. Ja, ich baue dir schon eine neue, mein Freund. Bolzen brauche ich noch. So, neue Axt ist da. Perfekt. Ich mach mal eben. Ich habe deine Hühner gefüttert. Ich gebe sie dir. Hier liegt die Axt. Neben den Wasserstationen. Jep. So, dann werden wir jetzt die Natur auf dieser Insel auch schänden. Ja, bitte. Ach, ist ja nicht so, als wenn der Mensch nicht schon alles geschändet hat, weswegen hier alles unter Wasser ist, weißt du? Wir schänden weiter. Aber ne, für jede Schandtat pflanze ich auch einfach mal wieder einen Baum. Warum? Ja, richtig, richtig, richtig. So, habe ich gemacht. Und ich werde für jeden Baum, den du pflanzt, eine Kiste Kornbacher saufen. Ist nicht eigentlich andersrum? Egal, egal. Hm? Nein, nein, nein. Im Krisenfall muss man das so machen. Es ist nicht unbedingt, dass ich auch gerne Kornbacher trinke, aber naja, gut. Der macht hier alles kaputt, der geht mir richtig um und sagt... Wer? Ach so. Das Floß ist auch so groß, dass du gar nicht mehr da hinkommst, wo er am Knabbern ist. Bis du da bist, hat er schon längst kaputt gekaut. Der kaut aber auch der schnell, sagt, weißt du? Oh, ich ja, habe eine Kiste gefunden. Jetzt haben wir eine schwarze Blume aufgenommen. Wer braucht denn den Scheiß? Ach so, du kannst übrigens färben, ne? Hm, ich weiß. Ich weiß noch nicht, was ich färben möchte. Wird wahrscheinlich irgendwann mal passieren. Ich werde das auch machen, ja. Zum Beispiel dein Urinrot. Ja, gute Idee.
klingt lecker. Ja. Ist immer ein bisschen schlecht, aber ist ja egal. Warum? Es ist halt, wenn man Geschlechtskrankheiten hat. Alles ist hier voll. Ich drehe am Rad. Ja, das Unsinnige packen wir hier nach hinten. So haben wir es ja besprochen. Da kommen hier die ganzen Blaupausen noch rein, die kein Mensch braucht. Weil sie 100-mal schon. Soll ich hier looten? Ja, von mir aus loote. Ja, muss ja auch gemacht werden. So, warte mal. Ich leg dir die Axt in die berühmte Kiste, ne? Mhm. Ist übrigens, hier sind 4 Turnschuhe drin, das ist beabsichtigt, ja? Ja, die habe ich da reingeworfen, weil ich sonst einfach nicht wusste, was ich irgendwie wohin legen soll. Ich brauchte 20 Planken konnte ich dir hier reinlegen. Cool, sehr gut. Muss ich mal eben gucken. Ananassamen. Habe ich jetzt einen über? Ja gut, aber du wirst jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig. Ich habe übrigens noch 15 Nägel hierbei. Krass. So. Was ist los? Das geht. Ja, ich versuche gerade zu sortieren. Sinnlos, weißt du? Mhm. So, jetzt habe ich irgendwie grünen Splitter noch dabei. Der geht hier rein. Ich bin ja froh, dass ich mich hier auskenne auf diesem Boot, weißt du? Dass nicht noch wer weiß, wie sie suchen muss. Verstehe ich. Tja. Ja, ich könnte dir natürlich. Ja. Ich hatte gerade gedacht, Bruce beißt schon wieder. Soll ich hier mal einfach eine Melone und eine Anna trocken pflanzen? Wir müssen halt dann nur ein Auge drauf haben, wegen der Möwen, weißt du? Ist okay. Hier hat jemand Wasser rausgenommen und nicht aufgefüllt. Digga, ich war gerade noch am... Du gehst mir auf den Sack, ey. Unglaublich. Unglaublich. Wieso das denn? Ich kümmere mich wenigstens. Mhm. Jeder andere hätte dich jetzt ertrinken verdursten lassen. So, weißt du? Ganz bestimmt. Ja. Herr Fussel. Kriegt man ein ganzes Lager aus einer Kiste ins Inventar? Ja, kriegt man. Das ist nice to know. Du? Hast du gerade die Samen irgendwie woanders hingetan? Ja, da, wo sie hingehören, zum Baum. Ich muss ja hier aussortieren und gucken, dass ich alles wieder auslager. Und das habe ich hier gerade gemacht. So. Hast du mich sehr... Fehlen hier nicht die Ananassamen? Wo sind denn die Ananassamen? Weiß ich nicht. Also ich habe... Ananas, doch, die habe ich noch im Inventar. Ha! Mhm. Du bist ja ein Genie. Ich weiß, was in den Kisten ist. Du wirst hier nichts einfach wegschmeißen können, nur weil du es nicht haben willst. Nein. Überhaupt nicht. Alter, die pickt hier einfach rum. Die Bitch. Ja, das ist es ja. Klall ihr allen, klatsche um. Die frisst das. Die Möwen sind nämlich total widerlich. Das ist deren Rache, nur weil wir ein Stück Familie umgebracht haben, weißt du? Ja. Kann ich was dafür, dass, ne? Die Möwe immer im Pfeil hängt. Ich kann doch da nichts für. Sehe ich auch so. So. Muss man mich nicht für verantwortlich machen. Nö. Weißt du, ich habe ja nur aus Versehen den Pfeil in die Richtung und da steckte da eine Möwe drin. Die ist da sozusagen reingewandert. Passiert. Da kann man mich nicht für verantwortlich machen, finde ich. Würde ich auch. Ich höre da wieder was. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Na, da komme ich nicht hin. Dafür bin ich gerade zu langsam. Merkt er, der Affe wird langsam faul und fett. Ich glaube, ich muss ihn mal wieder auf Diät setzen. Er ist einer der wenigen Affen, die Fisch fressen, ne? Hm. Aber das macht ihn halt ein bisschen fett. Das Problem. Er wird fett. Kaliber. Du? Ich wurde gerade von Bruce angebissen. Dann kümmere dich doch mal um den. Ja, bin ich ja bei. Ich kümmere mich hier weiter. Hast du nicht gedacht, du blöder kleiner Bruce, wa? Planken und den ganzen Kram.
nicht, dass wir welche haben, ne, sondern dass wir die halt aufbrauchen. Darum kümmere ich mich gerade. Ach so, Bruce ist übrigens tot, wollte ich nur sagen. Bruce ist übrigens tot. Mhm. Es ist ja auch nett zu wissen, wenn du mal so berechnest, ein ja. Baum, den du pflanzt, den musst du ja in so einem großen Anbaubecken oder wie sich das nennt, reinsetzen. Ja. Und dieser Anbau, der muss ja auf 4 diesen Brettern stehen. So. Ja. Für 4 dieser Bretter brauchst du 8 Planken. Für diesen ich weiß Bau, nicht, was ja. Das heißt. Ja, ja, für den Garten da. Ja, da ist er. Er heißt, doch, Anbaufläche, genau. Große Anbaufläche. Brauchst du 10 Planken. Das heißt, du brauchst schon 18 Planken, um überhaupt einen Baum pflanzen zu können. Und das heißt, wenn wir jetzt sagen, da kommen immer 5 Planken raus, lohnt sich erst ab der 4. Ernte, ne, hast du das erste Mal Gewinn daran gemacht. Mhm. Liebe Kinder, die dieses Let's Play sehen, gut, das sind bei mir nicht so viele, aber kleine Textaufgabe. Der Gorilla und der Fussel sind nach einer extremen Katastrophe auf einem Raft unterwegs. Sie möchten Bäume anpflanzen. Den Rest kannst du wegen mir vervollständigen, aber ihr seht so, deswegen sind Textaufgaben wichtig, um Raft spielen zu können. Ne? Ja, so lernt man. Oder so lernt man es einzusetzen. So ja, ne, für die Frage, wofür brauchen wir das? Ich weiß, eure Lehrerinnen und Lehrer, die sind zu blöd, diese Frage zu beantworten. Meistens kriegt ihr wahrscheinlich die Antwort, um die nächste Prüfung zu bestehen. Ja? Bestellt euren Lehrern einen schönen Gruß von mir und sagt, der Fett LP hat gesagt, du bist ein Vollpfosten. Wenn er Mundgeruch hat, dann gerne auch einen Dreckstep. Das ist mir egal. Ja, und wenn die nicht wissen, wer ich bin, gebt ihnen den Link, dann sollen sie meine Videos gucken. Wenigstens einer, der sie guckt. So, und clever ist er. Ja. Geschickt, geschickt, gefickt eingeschädelt, möchte ich sagen. Das, ey, das, unser Floß, das hat ja schon nahezu die Größe eines Yachtschiffes, ja, wenn nicht sogar eines Kreuzfahrtschiffes. Ja, trotzdem aber nicht den Komfort, uns fehlt ein Klo. Ja. Ja, und der Wellengang, der ist ja hier sowas von Hardcore. Mhm. Also total drüber, dieser Wellengang, meiner Meinung nach. Ich habe mich im Getriebe verfangen. Sollen wir schlafen gehen? Ja, wenn du da bist. Ja, ich müsste allerdings vorher was essen, sonst bin ich tot. Oh nee, das wollen wir natürlich nicht. Ich glaube, ich nehme mir mal ein paar Hähnchenknie, oder? Ich leg mich hier schon mal hin. So. Dann sortiere ich gleich aus. Mhm. Hi. Mhm. Oh. Endlich ist er da. Ja. Endlich ist er da. Das tat gut. Ich höre schon wieder eine Kackmöwe hier. Hast du umgebracht? Tötet. Ja, sehr gut. Mm. Halten zum Aufnehmen. Dann mache ich mal eben. Ich hab so. 6 Federn fallen lassen. Was ist das denn? Schon viel. Zack. Man ist hier so unter Wasser. Es kann gar nicht sein, dass. Also rein physikalisch totaler Schwachsinn, was hier mit diesem Fluss passiert, mit den Wellen. Ne? Du? Hm? Wo ist denn unsere Kiste mit den Edelmetallen und dem Glibber hingekommen? Nach hinten gewandert. Also ich wollte jetzt hier die Wand einreißen, sobald ich wieder eine Axt habe. Ein weiter nach hinten. Hier, also an die Wand wieder, nach außen. Ne? Okay. Ja, ich frage nur, weil... Für einen Freund. Richtig. Ja, ich müsste mir wahrscheinlich langsam wieder eine Tauch... Ich verbrauche unheimlich viel Tauchermasken. Mhm. Aber im Kampf gegen Bruce, ne, brauche ich das leider. Ja, die brauchst du dann auch. Das stimmt schon. Ansonsten wird das ein sehr unkomfortabler Kampf. Im schlimmsten Fall auch noch fair für Bruce. Nein. Das wollen wir nicht. Und das wollen wir nicht. So nicht. Nicht auf unserem Raft. So. Weil ich habe zurzeit keine Planken. Sollen wir ablegen? Ja, ja, ne? Gerne. Gerne. Leg ab. Segel los. Ich guck mal, ob ich den Baum wieder fällen darf. Darf ich?
Das heißt, es gibt wieder ein paar Planken. Ja, 5 Planken. Sehr gut. So. Dann noch eben bewässern. Wir hatten mal eine Kiste mit Seilen, ne? Aber die war auch schon voll, glaube ich. Ja, die ist auch nach da ganz hinten links gewandert. Also von dir jetzt links.